Ihr seid interessiert an einer Ring-Sicherheitskamera, wisst aber noch nicht so genau welche? Kein Problem, wir verschaffen euch einen Überblick. Herzlich willkommen bei Tink, mein Name ist Kamal und wir zeigen euch heute mal, was es so für Sicherheitskameras aus dem Hause Ring gibt. Wer sich für eine dieser Kameras interessiert, der ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen überfordert, denn es gibt mehrere Kameras in verschiedenen Ausführungen. Und die unterscheiden sich optisch zwar ziemlich deutlich, aber inhaltlich weiß man jetzt nicht unbedingt gleich, was es ist, wenn man sich die anschaut. Aber gar kein Problem, wir sind ja für euch da und zeigen euch, was die Geräte so auf dem Kasten haben. Fangen wir erstmal mit den Gemeinsamkeiten an, da gibt es natürlich ein paar. So nehmen alle von diesen Kameras mit 1080p auf, die sind alle mit Nachtsicht ausgestattet und natürlich lassen sie sich alle per Smartphone steuern. Die App gibt es für iOS und Android, außerdem gibt es Anwendungen für Desktop, Windows und für den Mac. Die Ring-Sicherheitskameras gibt es alle in Schwarz und in Weiß. Sie sind alle wetterbeständig, sodass man sie auch problemlos draußen anbringen kann. Und alle haben natürlich einen Bewegungssensor. Wenn also eine Bewegung erkannt wird, wird eine Nachricht direkt aufs Smartphone geschickt und man kann sich dann per App direkt in das Live-Bild der Kamera zuschalten. Die Verbindung zum Internet funktioniert bei fast allen Ring-Sicherheitskameras per WLAN. Es gibt da eine kleine Ausnahme, dazu später ein bisschen mehr. Und außerdem lassen sich die Ring-Kameras alle mit ausgewählten Alexa-Geräten steuern. Das heißt, ihr könnt per Sprachbefehl, zum Beispiel mit einem Echo Show, direkt auf das Live-Bild eurer Ring-Sicherheitskamera zugreifen. Die App hat natürlich einige sehr praktische Funktionen integriert. So erhaltet ihr auch unterwegs Benachrichtigungen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Außerdem könnt ihr einfach per Knopfdruck direkt auf das Live-Bild von der Kamera zugreifen. Und falls jemand jetzt zum Beispiel vor eurem Haus steht, mit dem ihr kommunizieren möchtet, könnt ihr dieses auch über die integrierte Gegensprechanlage in den Sicherheitskameras tun. Ja, das war's dann auch mit den wichtigsten Gemeinsamkeiten. Es gibt aber natürlich auch einige Unterschiede, zu denen kommen wir jetzt. Dazu fangen wir mal mit dem neuesten Produkt aus dem Hause Ring an, der Stick-Up-Cam. Die ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert und das ist auch das wichtigste Merkmal, das sie von den anderen beiden Kameras unterscheidet. Die sind nämlich für den Außenbereich gedacht. Die Ring Stick-Up-Cam ist vor allem sehr interessant für Einsteiger in das Thema Sicherheitskameras. Wir haben dazu auch vor kurzem erst eine Review gemacht, die könnt ihr euch natürlich auch bei uns auf dem Kanal anschauen. Die Stick-Up-Cam ist deshalb so einfach, weil sie im Prinzip eigentlich gar nicht montiert werden muss. Die hat einen integrierten Standfuß, den kann man aber auch dazu benutzen, um sie an der Wand zu montieren. Die Stick-Up-Cam gibt es in zwei verschiedenen Varianten, nämlich einmal mit Akku, einmal ohne Akku. Die Version ohne Akku bekommt den Strom dann natürlich über ein Stromkabel. Es gibt aber auch noch einen kleinen, aber feinen Unterschied und zwar im Sichtfeld. Die Version mit Akku hat ein Sichtfeld von 115 Grad horizontal. Das bei der Stick-Up-Cam mit Kabel ist etwas größer, nämlich 35 Grad mehr, insgesamt also 150 Grad. Ganz interessant ist außerdem, dass die verkabelte Variante der Stick-Up-Cam nicht nur über WLAN betrieben werden muss, sondern auch über einen mitgelieferten Power-over-Ethernet-Adapter zum einen mit Strom versorgt werden kann und außerdem so auch gleich mit dem Internet verbunden werden kann. Wie ja schon eingangs kurz erwähnt, erfolgt die Steuerung der Stick-Up-Cam über die Ring-App. In dieser lassen sich dann auch einige Einstellungen vornehmen. So könnt ihr zum Beispiel aus drei verschiedenen Bewegungszonen auswählen, welche davon aktiv sein sollen und welche nicht. Außerdem lässt sich dort dann die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen. Das war's mit der Stick-Up-Cam. Damit kommen wir dann jetzt zur etwas größeren Spotlight-Cam. Die ist nicht nur größer, sondern auch ein bisschen schwerer, hat auch ein paar mehr Funktionen. Es gibt die Version auch in zwei verschiedenen Varianten, nämlich einmal mit Kabel, so wie hier, oder mit Akku. Kommt immer ein bisschen darauf an, wo man die zu Hause anbringt. Ist ganz klar für den Außenbereich konzipiert. Wer die Kabelversion wählt, der braucht natürlich einen Außenstromanschluss. Wer das Ganze lieber mit Akku betreiben will, kein Problem. Hier passen zwei Akkus rein, die halten dann auch ziemlich lange. Ein weiterer sehr prägnanter Unterschied zur Stick-Up-Cam sind die beiden integrierten LED-Streifen in der Spotlight-Cam. Die können zum einen als normales Licht für den Hauseingang zum Beispiel benutzt werden. Außerdem können die natürlich angeschaltet werden, sobald eine Bewegung erkannt wird oder man steuert das Ganze fern per App. Wenn man noch mehr abschrecken möchte, ist hier außerdem eine 110 Dezibel laute Sirene integriert. Die lässt sich dann auch direkt über die App ein- und ausschalten. Natürlich zeichnet das Objektiv der Spotlight-Cam ebenfalls mit 1080p auf. Das Sichtfeld der Kamera beträgt 140 Grad und ja, auch hier ist Nachtsicht integriert. Damit kommen wir zur dritten und größten Ring-Sicherheitskamera, der Ring Floodlight Cam. Die ist natürlich optisch ein bisschen was anderes als die beiden anderen Geräte, ganz klar für den Außenbereich konzipiert. Was hier auffällt, ist, dass die Kamera vorne selbst doch sehr stark an die Spotlight Cam erinnert. Allerdings gibt es auch hier noch ein paar andere Features, die es in den anderen Kameras nicht gibt. Als erstes zu erwähnen sind natürlich die beiden Flutlichter, die sich hier oben befinden, deshalb auch der Name Floodlight Cam.
Diese Flutlichter lassen sich hier flexibel anpassen, sodass man zum Beispiel einen Weg ausstrahlen kann oder einen Bereich, den man unbedingt erleuchtet haben möchte. Auch hier, wie bei der Spotlight Cam, funktioniert das Ganze über einen Bewegungssensor, dass die aktiviert werden. Alternativ kann man diese natürlich aber auch einfach per App an- und ausschalten. Auch hier ist eine 110 Dezibel laute Sirene integriert, die entweder auf Bewegungserkennung reagieren kann oder auch per App ausgelöst werden kann. Und ja, 110 Dezibel sind ziemlich laut. Das hilft auf jeden Fall dabei, ungebetene Gäste vom Grundstück zu verscheuchen. Wichtig zu beachten bei der Floodlight Cam, und das ist auch einer der großen Unterschiede zu den anderen Kameras, diese wird nicht per klassischem Stromkabel an eine Steckdose angeschlossen, um zu funktionieren, sondern man braucht hier einen Anschluss für Außenlampen an seinem Haus draußen. Da wird das Ganze verkabelt. Das ist ein bisschen gefummelt zugegebenermaßen, aber ich habe es selbst auch gemacht. Ich hatte jetzt vorher auch noch keine Erfahrung damit und das lässt sich auf jeden Fall in Eigenregie durchführen. Praktische dabei ist, in den Verpackungen von den Ring-Produkten sind immer alle notwendigen Utensilien, die man jetzt zum Installieren braucht, dabei, sodass ihr nicht noch irgendwelche Sachen kaufen müsst. Die Floodlight Cam ist aber nicht nur optisch noch etwas respekteinflößender als die anderen beiden Kameras. Sie hat auch noch ein paar technische Features, die bei den anderen nicht zu finden sind. So ist hier zum Beispiel eine sehr brauchbare Personen- und Objekterkennung integriert. Die wird dafür genutzt, um bestimmte Personen oder Objekte eben aus den Benachrichtigungen herauszunehmen und so werden Fehlalarme vermieden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Bewegungszonen direkt in der App zu definieren. Ihr müsst da nicht aus ausgewählten Bereichen was auswählen, sondern könnt das direkt in der App in einem Bereich einzeichnen. So könnt ihr zum Beispiel euer Grundstück festlegen. Alles, was hinter dem Zaun ist, wird dann nicht aufgenommen und es werden so natürlich dann auch keine Bewegungen erkannt, die zu Fehlalarmen führen würden. Das waren erstmal die wichtigsten Unterschiede der drei verschiedenen Ring-Kameras. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für jeden so ein bisschen was dabei ist. Für den Einsteiger die Stick-Up-Cam, die den Einstieg wirklich extrem einfach macht. Für Leute, die so ein bisschen mehr Sicherheitsmaßnahmen bei sich zu Hause einrichten wollen, wird die Spotlight-Cam das Richtige sein. Und für jemanden, der so das größte Ding bei sich installieren möchte mit den meisten technischen Features, ist dann natürlich die Floodlight-Cam das Richtige. Natürlich lassen sich alle Kameras auch miteinander verbinden, sodass man quasi einen Ring der Sicherheit um sein komplettes Grundstück aufbauen kann. Das Ganze wird, wie erwähnt, per App gesteuert. Es gibt übrigens noch ein Abo-Modell, das noch ein paar zusätzliche Features bietet, wie zum Beispiel das Speichern und Teilen von Videos. Das ist optional, fängt bei 30 Euro im Jahr an. Weitere Infos dazu findet ihr in der Beschreibung unten bzw. im Link zu dem Video dazu. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video ein bisschen dabei helfen, die richtige Ring-Sicherheitskamera für euch zu finden. Falls ihr noch weitere Fragen zu den Produkten habt, stellt sie uns einfach unten in den Kommentaren. Das war's von uns, bis bald und auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir machen jede Woche ein neues Video. Am besten ihr abonniert also einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr keins.